Apostel. Jeder von ihnen ist einzigartig in seiner wahren Gestalt, ein fleischgewordenes geistiges Abbild seiner selbst. Ihr Aussehen variiert stark von entstellten Versionen von Tieren bis hin zu dämonischen und höllischen Monstrositäten, von denen viele Reste ihrer menschlichen Züge tragen. Umgekehrt spiegeln sich die Züge der wahren Gestalt eines Apostels oft in seiner menschlichen Form wider, angefangen bei so offensichtlichen Dingen wie Wiles affenartigem Gesicht bis hin zu den eher menschlichen Zügen von Locus, Irvine und Grunbert. Auch in ihrer Persönlichkeit unterscheiden sie sich stark. Zwar zeichnen sich die meisten Aposteln durch ihren Mangel an Empathie und ihrer unstillbaren Lust am Blutvergießen aus, es gibt aber durchaus Ausnahmen, die außergewöhnlich diszipliniert sind und in der Lage sind, ihre animalischen Triebe zu unterdrücken. Im Hinblick ihrer Stärke und Fähigkeiten gehen sie über das Menschenmögliche hinaus, doch auch hier gibt es gewaltige Unterschiede. Moin, ich bin Mr. Nobody und in diesem Video geht es um die 10 stärksten Apostel des Berserk-Universums. Doch bevor wir fortfahren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um keinen Content zu verpassen. Auf Platz 10 befindet sich der Schlangenbaron. Als unterdrückerischer Herrscher von Kokka besaß der Schlangenbaron ein ruhiges und dominantes Verhalten und war von Natur aus kompromisslos sadistisch. Im Kampf verherrlichte er sich aufgrund seines Status als Apostel als ein allmächtiges Wesen. Er war sehr zuversichtlich in seine Fähigkeiten und neigte dazu, seine Gegner zu unterschätzen, wie sich zeigte, als Guts ihn schnell vom Pferd erholte und seine menschliche Form mittels seiner Hand am Brust in ein Gebäude schleuderte. Nachdem er seine wahre Form angenommen hatte, nahm sein Selbstvertrauen erheblich zu und seine Menschenverachtung wurde noch ausdrucksvoller. Auch seine Kraft nahm immens zu, so konnte er Guts ziemlich heftige Hiebe verteilen, sodass der Schwertkämpfer betäubt war und nicht mehr reagieren konnte. Doch die Überheblichkeit, mit welcher der Baron kämpfte, führte zu seinem Verhängnis. So fügte ihm Guts mithilfe seiner Armkanone einen kritischen Treffer zu und zerschnitt mit einem heftigen Hieb den Apostel in zwei Hälften. Als der Schlangenbaron schließlich von Guts außer Gefecht gesetzt und besiegt wurde, verwandelte sie sein Verhalten in das einer armseligen Kreatur, die um ihr Leben flehte und schließlich zu Asche verbrannte. Ein ziemlich hartnäckiger Gegner für Guts, doch bei weitem nicht der stärkste aller Apostel. Wir gehen weiter zu Platz 9, der Schneckengraf. Wahrscheinlich einer der ersten ernstzunehmenden Apostelgegner, die Guts auf seinem zweijährigen Apostelkreuzzug traf. Als Guts sich endlich in den Thronsaal durchkämpfte, steht er dem mächtigen Grafen gegenüber. Alleine aufgrund seiner schieren Größe war der Graf in der Lage, sich in seine Apostelform durch den massiven Steinboden seines Schlosses zu graben und Steinsäulen leicht zu durchschlagen. Mittels seiner monströsen Kraft war er in der Lage, Guts wegzuschleudern und ihm dabei nicht nur einige Knochen zu brechen, sondern ihn vorübergehend außer Gefecht zu setzen. Der Graf besaß die Fähigkeit, andere mit seiner Brut zu infizieren, um sogenannte Pseudo-Apostel zu erschaffen. Ihre Stärke, Geschwindigkeit und Fähigkeiten wurden damit verstärkt und sie waren aber nun dem Willen ihres Meisters ausgeliefert. Sowohl bei seinem Pseudo-Apostel als auch bei sich selbst würde der Graf keinen wirklichen Schaden erleiden und könnte einfach seinen beschädigten Teile regenerieren. Dies galt jedoch nicht für seinen Kopf, da der Graf sich nicht von Verletzungen regenerieren konnte, die ihm zugefügt wurden, nachdem Guts ihn leicht beschädigt hatte. Und er war später nicht in der Lage, seinen Kopf wieder zu regenerieren, nachdem Guts ihn vom Rest seines Körpers abgetrennt hatte. Nach eigenen Angaben des Grafen wurde er jedes Mal, wenn ihm ein Glied abgehackt wurde, mit der Regeneration größer und stärker, je länger ein Kampf dauerte. Der Kampf gegen den Grafen war definitiv einer der mühseligsten und verlangte von Guts viel ab. Hätte er zudem nicht das Glück gehabt, dass in einem kritischen Moment die Tochter des Grafen in den Thronsaal reinkam und Guts dadurch eine Möglichkeit sich eröffnete, einen kritischen Treffer zu landen, wäre der Kampf wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Auf Platz 8, das Ei der perfekten Welt. Vielleicht für den einen oder anderen überraschend, da man von diesem Apostel relativ wenig Kämpfe gesehen hat, doch die eine kurze Konfrontation zwischen ihm und dem Totenkopfritter hat meiner Meinung nach dem Ei der perfekten Welt den 8. Platz zurechtgesichert. Genauso wie der Schneckengraf ist auch das Ei in der Lage, Pseudo-Apostel zu erschaffen. So hat er mit seinen Tentakelarmen aus dem fanatischen Glaubensanhänger Moskus und seinen Schülern dämonische Wesen erschaffen. Nun kommen wir aber zu seinen Kampffertigkeiten. In der Konfrontation zwischen dem Ei und Skull Knight konnte der Apostel mit Leichtigkeit den Angriffen des erfahrenen und wahrscheinlich einem der stärksten Charaktere des Berserk-Universums ausweichen. Man hat zwar keine richtigen Angriffe seitens des Apostels gesehen, doch ich meine, wenn einer in der Lage ist, den Angriffen des Skull Knight auszuweichen, dem Ritter, der sogar der Gottin gegenübertritt und überlebt, dann gehört er zu Recht auf den 8. Platz. Den 7. Platz teilen sich gleich zwei Apostel, Wild und Rakshas.
Kommen wir zuerst zu Wild. Wild, der nicht nur ein Apostel ist, sondern auch der Anführer der Black Dog Knights, eine Truppe aus Mördern und Vergewaltigern, die für das Königreich Midland arbeiten, besitzt bereits in seiner menschlichen Form ungeheure Kräfte. So schleudert er einen anderen Häftling meterweise auf die Spitze eines Turmes hoch und konnte mit seinen bloßen Händen den mächtigen Hieb von Guts aufhalten. Auch als Bipin in den Kampf einschritt, konnte Wild gegen die beiden stärksten Falken ohne Probleme standhalten. Seine Kraft war so enorm, dass er den Schädel eines seiner Männer mit nur zwei Fingern zertrümmerte, einen massiven Felsbrocken mit seiner Faust pulverisierte und einen Baum mit seinen Händen auseinanderriss. Zudem besaß er übermenschliche Reflexe und war äußerst schnell, denn er konnte problemlos allen Angriffen von Guts parieren oder blocken. Er wusste, wie man psychologische Angst und Charisma so weit einsetzt, dass er seine hartgesottenen kriminellen Soldaten einschüchterte und zum Gehorsam bringen konnte. In seiner Apostelform stieg seine Stärke und Wendigkeit um ein Vielfaches an. So konnte er Dutzende von bewaffneten Falken mit einem einzigen Baumsturm ausschalten. Seine Angriffe erwiesen sich auch als stark genug, um das große Schwert von Guts zu brechen. Auch in diesem Kampf musste Guts wirklich all seine Stärke und vor allem seine Schlachtwelterfahrungen zusammennehmen, um zu bestehen. Neben Wild besetzt der mysteriöse Meuchelmörder Rakshas den 7. Platz. Das ehemalige Mitglied des Kushanen-Clans der Bakiraka schloss sich später Griffiths neuen Bande der Falken an und kommandiert derzeit die Dämonensuch- und Vernichtungsgruppe. Er hat eine äußerst arrogante und gegenüber seinen Feinden erniedrigende Persönlichkeit. Sein Stolz scheint sich hauptsächlich auf seine Heimlichkeit zu konzentrieren, da er nie im Kampf gezeigt wird und es so weit wie möglich zu vermeiden scheint. Rakshas ist ein Meister der Attentate und der Tarnung, da er sich mühelos an einige Kushanen-Attentäter herangeschlichen und sie erledigt hat, die versuchten Griffith das Leben zu nehmen, ohne dass Zod sie bemerkte. Aufgrund seines amorphen Körpers, der ihn formlos macht und dadurch, dass er formverändernde Fähigkeiten auf verschiedene Weise einsetzt, kann Rakshas sich in die Schatten einfügen, um seine Attentatsfähigkeiten auf ein höheres Level zu verbessern. Er ist auch sehr agil, täuschend stark und in der Lage, mit Leuten wie Silat und Tapasa zu kämpfen. Sein amorpher Körper kann verschiedene klingenähnliche Anhängsel bilden, die zum Greifen und Schneiden verwendet werden. Darüber hinaus kann Rakshas sich mit trügerischer Geschwindigkeit bewegen. So schaffte er es innerhalb eines Augenblicks, sich von einer Statue direkt hinter Rickard zu positionieren. Er ist ein hochqualifizierter Kampfkünstler, der im Kampfstil der Bakiraka ausgebildet wurde, was seine Vertrautheit mit ihren Waffen erklärt. Außerdem hat er die Fähigkeit, sein Gesicht an jenen Punkt seines Körpers zu bewegen, ein taktisch brillanter Schachzug, da seine einzige Schwachstelle sein Kopf zu sein scheint. Silat schien ihren ersten Kampf gewonnen zu haben, indem er seine Maske sauber aufschnitt, nur um festzustellen, dass Rakshas Gesicht und Kopf zu diesem Zeitpunkt nicht dahinter waren. Der Meuchelmörder scheint sehr widerstandsfähig zu sein, ein geworfenes Stück Stein wurde auf ihn geschleudert und er kam völlig unversehrt aus den Trümmern heraus. In Apostelform erlangt Rakshas die Fähigkeit zu fliegen und wird viel stärker. So war er in der Lage, das Dach eines Hauses zu durchbrechen und ein Pferd mit einem einzigen Anhängsel in die Luft zu heben. In einem solchen Zustand verwandelt er sein Tuch auch in sensenartige Tentakel, die große Tiere in zwei Hälften schneiden können. Seine einzige Schwachstelle scheint Helligkeit bzw. große Hitze zu sein. Aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit, Schnelligkeit und tödlichen Kampffertigkeiten teilt er sich verdient den 7. Platz. Auf Platz 6 die Königin des Misty Valley, Rosine. Auch wenn sie in ihrer elfenähnlichen Form eher einem friedlichen Wesen gleich, darf man sich von ihrem Aussehen nicht täuschen lassen. Denn bereits in ihrer Normalform besitzt sie die Fähigkeit, Pseudo-Apostel zu erschaffen. So verwandelte sie Dutzende von Kindern aus den benachbarten Dörfern in feenartige dämonische Diener, die sie als Elfen bezeichnete. Erwachsene wiederum konnte sie ebenfalls in scheußliche Kreaturen transformieren. Außerdem konnte sie mit ihren Flügeln Staub produzieren, der ein giftiges Halluzinogen war, welches die Sinneswahrnehmung beeinflusste und zu unkontrollierbarem Erbrechen sowie Ersticken führte. Rosine kann aber nach Belieben die Dosierung kontrollieren, um die von ihr gewünschte Wirkung zu erzielen. Ihre größte Stärke liegt aber in ihrer Geschwindigkeit. In ihrer fortschrittlichen und aggressiven Apostelform kann Rosine nämlich im Flug Überschallgeschwindigkeit erreichen. Als Guts sich dachte, dass er sie beinahe in ihrer normalen Form erwischen könnte, so war es in der Apostelform schier unmöglich. In dieser Form verbesserte sich ihre Tötungsfähigkeit erheblich und hielt sie außerhalb der Reichweite, aber einen Nachteil hatte es, denn ihre Genauigkeit litt darunter. Das spielte aber eher eine kleinere Rolle, denn beim Durchbrechen der Schallmauer erzeugte sie Überschallknalle, die ihre Ziele aus dem Gleichgewicht bringen konnten, selbst wenn sie ihren Treffer nicht landete. So wurde Guts durch diese meterweit durch die Gegend geschleudert mit einer Kraft, die ihm wahrscheinlich einige Prellungen und Knochenbrüche bescherte. In Kombination mit ihrer unglaublichen Geschwindigkeit demonstrierte sie die Fähigkeit, ihren mottenähnlichen Rüssel als Lanze zum Aufspießen von Feinden oder als behelfsmäßigen Grapier zum Aufschlitzen zu verwenden. Dies musste Guts auf schmerzhafte Weise erfahren und konnte nur dank seiner jahrelangen Schlachtwelterfahrung diese Stärke von Rosine zu ihrem Untergang umdrehen und den Kampf für sich entscheiden.
Platz 5 belegt der introvertierte Meisterschütze Irvine. Irvine ist wohl einer der besten Schützen überhaupt. In seiner menschlichen Form ist er in der Lage, in einer für einen Menschen unmöglichen Reichweite mehrere Pfeile gleichzeitig mit perfekter Genauigkeit auf mehrere Ziele in unterschiedlichen Abständen voneinander abzufeuern. Diese Pfeile werden oft mit genug Kraft abgefeuert, um Menschen zu zerstückeln. In seiner Apostelform ist er zu ähnlichen Leistungen fähig, aber in einem noch größeren und mächtigeren Maßstab. So konnte er ein größeres Astralwesen mit seinen gewaltigen Pfeilen besiegen und schaffte es im Kampf gegen die Jötner gegen eine gewaltige Hydra kritische Treffer zu landen. In seiner Apostelform ist Irvine in der Lage, seine eigenen Pfeile aus Fell von seinem Unterkörper zu formen. Das Fell verdichtet sich zu scharfen Nadeln, die sich nach dem Schuss gewaltsam auflösen, nachdem sie den Körper eines Ziels erreicht haben und sich zu großen, dornigen Massen ausdehnen, die das Ziel von innen nach außen zerreißen. Dadurch kann ein relativ kleiner Pfeil selbst einen großen Gegner zerstückeln. Darüber hinaus kann Irvine die Hörner seiner Apostelform nutzen, indem er ein Seil um sie bindet und so eine ballistenähnliche Waffe herstellt, mit der er Pfeile mit hoher Geschwindigkeit abschießen kann. Es ist nicht sicher, ob Irvines Pfeile magisch verstärkt werden, um nach jedem Schuss nicht an Geschwindigkeit oder Kraft zu verlieren, oder ob die Kraft hinter jedem Schuss so groß ist, dass die Pfeile selbst gegen Schwerkraft und Luftwiderstand immer noch stark genug sind, um ihre Ziele sofort zu töten. Aber wir können mit Gewissheit sagen, dass es für einen Nahkämpfer wie Guts oder Serpico ziemlich schwer sein würde, auch nur in die Nähe von Irvine zu gelangen, ohne dabei schwere Verletzungen zu bekommen. Hinzu kommt noch, dass Irvine eine übermenschliche Geschwindigkeit besitzt. Er ist in der Lage, das Schlachtfeld mit großer Geschwindigkeit zu bereisen und große Konstrukte mit Leichtigkeit zu erklimmen, eine Leistung, die in seiner Apostelform noch gesteigert wird. Auf Platz 4 und kurz vor dem Siegertreppchen der Mondlichtritter Locus. Einst einer der berühmtesten Ritter Midlands, dient er nun als Kapitän der Lanzenträger dem Weißen Falken. Als eine stoische Figur, die in jeder Situation konzentriert und kalkuliert vorgeht, würde ich ihn im Hinblick auf strategisches Können und Intelligenz auf eine Ebene mit Serpico oder Silat setzen. Er besitzt auf jeden Fall einen Sinn für Logik, Weisheit und Selbstbeherrschung, welche unter Aposteln selten ist. Diese Eigenschaften sind ihm natürlich im Kampf um einen großen Vorteil. Locus' bevorzugte Waffe ist eine große Lanze, die er im Kampf meisterhaft zu handhaben weiß. In seiner normalen Form kann er genug Kraft hinter seiner Lanze erzeugen, um mehrere Feinde mit einem einzigen Schlag zu töten. In seiner Apostelform verwandelt sich seine Lanze in eine dickere, schärfere Version ihres ursprünglichen Zustands und seine ohnehin schon meisterhafte Lanzenführung wird noch zerstörerischer und effizienter. Außerdem gewinnt Locus in seiner zweiten Form als Folge der Verschmelzung mit seinem Schlachtross an Geschwindigkeit und Beweglichkeit, während er weiterhin beide Hände frei hat, um Feinde mit seiner transformierten Lanze zu bekämpfen. Obwohl Locus nicht in der Lage war, Ganishka aufzuhalten, so konnte er mit Leichtigkeit ein Dutzend der Daka- und Elefantenpisacha ausschalten. Aufgrund seiner Schnelligkeit, jahrelangen Kampferfahrung gepaart mit seinen meisterhaften Lanzenführung und seinem scharfen Intellekt ist er definitiv einer der tödlichsten Charaktere in Berserk und wird für Guts und seine Gruppe ein schwerer Gegner sein. Auf dem dritten Platz der große Flammendrache Grunbert. Grunbert ist bereits in seiner menschlichen Form riesengroß und hat gegenüber kleineren Gegnern aufgrund seiner Größe einen gewaltigen Vorteil im Hinblick auf die Reichweite seiner Angriffe. Neben seiner prächtigen Rüstung besitzt er einen riesigen Schild, der robust genug ist, um Kanonenkugelfeuer abzuwehren, und besitzt gleichzeitig eine raffinierte Mechanik, die es ihm erlaubt, selbst Kanonenkugeln abzufeuern, sowie zwei Klingen herauszuziehen, wenn er sich im Nahkampf befindet. Doch seine Hauptwaffe bleibt ein gewaltiger Kriegshammer. Hinter diesem Hammer gelingt es Grunbert, so eine gewaltige Kraft zu legen, dass er mit ihm nicht nur Gegner zerschmettern und Schilde zertrümmern, sondern auch ganze Rüstungen durchbohren und zermalmen kann. Trotz seiner immensen Größe und Stärke kann er sich relativ schnell auf dem Schlachtfeld bewegen. In seiner Apostelform verwandelt sich Grunbert in einen großen vierbeinigen Feuerdrachen, der mit Stalaktiten aus Korund bedeckt ist. Sein Gesicht wird von einer Schicht des Kristalls abgeschirmt und ist so gut wie gegen jeden Angriff geschützt. Zwar verliert er in dieser Form an Geschwindigkeit, doch wenn man bedenkt, dass man vor einem riesigen Drachen steht, welcher einen mit seinen Flammenatem pulverisieren kann oder mit einem einzigen Schwanzhieb alle Knochen brechen kann, dann ist die reduzierte Beweglichkeit kein großer Nachteil. Erst nachdem Guts die Berserker-Rüstung angezogen und einen seiner mächtigsten Angriffe auf Grunbert losgelassen hat, konnte er einen Riss in die undurchdringbare Haut des Drachen schlagen. Gegen seine ungeheure Kraft und Widerstandsfähigkeit kommen wohl die wenigsten Kämpfer der Berserk-Welt an. Und falls es doch einer schafft, Grunbert ins Wanken zu bringen, so kann er immer noch auf seinen Trumpf, die Apostelform, zurückgreifen und den Kampf zu seinen Gunsten wenden. Aus diesem Grund ein verdienter dritter Platz.
Den zweiten Platz belegt der legendäre Schwertkämpfer Nosferatu Zod. Wo fängt man bei ihm an? Nun ja, Zod ist einer der mächtigsten Apostel und begabtesten Schwertkämpfer des Berserk-Universums. Laut Geschichten soll er tausende von Gegnern auf den Schlachtfeldern getötet haben. Immer wieder soll der Unsterbliche auf den unterschiedlichsten Schlachtfeldern der letzten 300 Jahre gesichtet worden, auf denen er seine Kampfkünste zur Schau gestellt hatte. Er besitzt einen unstillbaren Durst nach Kampf, immer auf der Suche nach einem angemessenen Gegner, der ihm die Stirn bieten kann. Seit Jahrzehnten duelliert er sich gegen den mysteriösen Totenkopfritter, doch keiner von beiden kann den Kampf für sich entscheiden. Zod hat im Laufe seiner jahrhundertlangen Kämpfe eine Vielzahl von Kampfstilen und Taktiken erlernt. Er kann mit fast jeder Waffe kämpfen, die er auf dem Schlachtfeld findet. Aber seine bevorzugten Waffen in seiner normalen Form sind beidhändig schwingende Schwerter und Streitäxte. Während er auf dem Hügel der Schwerter gegen Guts kämpft, kann er innerhalb von Sekunden erkennen, dass sein Schwert durch die massiven Schläge des Drachentöters beschädigt ist, und wirft es schnell weg, wobei er vor Ort einen neuen Kampfstil aus neuen Waffen annimmt. Er ist in der Lage, den durchschnittlichen Apostel mit Leichtigkeit zu besiegen und ist der einzige Apostel, von dem bekannt ist, dass er den direkten Kontakt mit Skull Knight überlebt hat, gegen den er mehrfach gekämpft hat. In seiner Apostelform kann er mit seinen Hörnern und Klauen große Waffen parieren, mit seinem dicken Fell und seiner Haut Pfeilsalben absorbieren und mit schierer Kraft festen Beton und Felsen durchbrechen. Seine Stärke ist so groß, dass er einen vollgepanzerten Guts mit seinem Dragon Slayer mit einem Schlag seiner Pfote über das Schlachtfeld fliegen lassen kann. Außerdem ist er in der Lage, vollgepanzerte Männer und Pferde mit einem einzigen Schlag in Stücke zu reißen. Die Widerstandsfähigkeit von Zod ist außergewöhnlich. Er kann mehrere Blitzschläge von Ganishka aushalten, einen Angriff, der mehrere seiner Mitapostel tötet, den er jedoch größtenteils abschütteln kann. Darüber hinaus zeigt Zod eine unglaubliche Schmerztoleranz, da er auf das Abschneiden seines Armes mit bloßer Belustigung reagiert. Wenn Zod beschädigt oder schwer verletzt wird, kann er sich innerhalb eines Augenblicks regenerieren und seine Wunden nahezu sofort heilen. Als sein Arm zum Beispiel im Kampf gegen Guts und Griffith abgetrennt wird, hebt Zod ihn einfach auf und befestigt ihn wieder am blutigen Stumpf, bevor die Wunde verschmolzen und innerhalb weniger Augenblicke verheilt ist. Er wurde während seiner Konfrontation mit Guts auf dem Hügel der Schwerter auch schwer am Bauch aufgeschlitzt, aber die Wunde verschwand innerhalb von Sekunden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Zod das abgetrennte Stück von sich physisch wieder anbringen kann. Zum Beispiel ist er nicht in der Lage, sein Horn zu regenerieren, nachdem es metaphysisch durch Femtor abgeschnitten wurde. Außerdem kann er in seiner Apostelform Flügel erzeugen, die es ihm ermöglichen, mit Überschallgeschwindigkeit zu fliegen. Was soll man über ihn noch sagen? Nosferatu Zod, ein außergewöhnlicher Krieger und Apostel und unbestritten auf dem zweiten Platz. Auf dem ersten Platz, es hätte sich wohl jeder denken können, natürlich der einzig wahre Schnotz. Mit seiner Furchtlosigkeit, die er Guts Gruppe gegenübertrat, kann wohl keiner mithalten. Oder vielleicht doch? Spaß beiseite, der stärkste aller Apostel ist der Kushanen-Kaiser Ganishka. Als junger Monarch widmete sich Ganishka der Kunst des Krieges und wurde auf dem Schlachtfeld unvergleichlich, da er von seinem Ehrgeiz besessen war, an der Spitze zu regieren. Der mächtige Heerführer möchte in erster Linie die ganze Welt erobern und widersetzt sich im Gegensatz zu den meisten Aposteln der Godhand, insbesondere Griffith. Im Laufe der Jahrzehnte eroberte der kriegswütige Ganishka unzählige Königreiche und wurde zu einem der größten militärischen Genies. Im Gegensatz zu anderen Aposteln, die sich in eine physische Apostelform verwandeln können, transformiert sich Ganishka in eine freigelassene Form bestehend aus Wind- und Wasserelementen seines eigenen Ichs. In dieser Form kann er sich von einer raumgroßen Gestalt bis hin zu einer gigantischen, über eine Stadt hinweg ausgedehnten Monstrosität ausdehnen und somit ein komplettes Schlachtfeld überblicken. In dieser Nebelform konnte er mächtige Blitze erzeugen, die so verheerend waren, dass sie mehrere mächtige Apostel ausschalteten und gegen die sogar der legendäre Zod nicht ankommen konnte. Außerdem konnte er in dieser Form keinen Schaden durch physische Attacken erleiden, was man an den kläglichen Versuchen von Guts und Zod sehen kann. Seine Nebelform hatte jedoch eine kleine bemerkenswerte Schwäche: wenn eine Waffe in der Lage war, Astralwesen zu verletzen, wie zum Beispiel der Drachentöter, und man mit dieser direkt zwischen den Augen traf, löste sich seine Nebelform auf und Ganishka erfuhr ein erhebliches Maß an Schmerz. Im Kampf zwischen Ganishka, Zod und Guts sieht man jedoch, wie viel Kraft, Erfahrung und Willenskraft man aufbringen muss, um gegen den Kaiser bestehen zu können. Erst mit vereinten Kräften von Guts und Zod konnte der Kaiser in die Schranken gewiesen werden. Erst ein Mitglied der Godhand konnte den Kaiser bezwingen, doch auch hier war der mächtige Ganishka zwar auf den Knien, aber nicht am Ende seiner Kräfte. Einen Trumpf hatte aber der listenreiche Herrscher noch. Durch die Opferung all seiner Untertanen und seinen Abstieg in die abscheuliche Maschinerie, aus welcher seine Darker-Soldaten geboren wurden, kam es zur Reinkarnation von Ganishka in ein kolossales und dem Anschein nach allmächtiges Wesen. In dieser Form konnte der Kaiser zwar keine Kontrolle ausüben und verlor allmählich seinen Verstand und sein Selbstbewusstsein, jedoch war er ein wahrhaftiger Titan, der in der Lage war, mühelos Städte zu stürzen und ganze Armeen unter seinen Füßen zu zermalmen.
Zudem konnte er gewaltige Feuerströme aus den verschiedenen Mündern seines Körpers spucken und Pseudo-Apostel aus den Truppen hervorbringen, die unter seinen Füßen zerquetscht wurden. Ganeshka ist mit Abstand der mächtigste uns bisher gezeigte Apostel. Doch da Berserk weitergeht, können wir nur gespannt sein, welche interessanten und monströsen Gestalten uns noch gezeigt werden. Das war meine Top 10 der stärksten Apostel des Berserk-Universums. Was ist eure Meinung zu diesem Ranking? Welche sind eure Lieblingsapostel? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bleibt nur noch eins zu sagen, vergesst nicht einzuschalten, wenn es wieder heißt.